Ich würde dir da eigentlich schon ganz gerne widersprechen, Okay. weil ich glaube, auch Menschen, die sich in einem Bereich des nicht-binären geschlechtlichen Spektrums sehen, gab schon damals, sie hatten nur deutlich mehr Probleme damit, das zu kommunizieren. Also ich glaube, dadurch, dass unsere Gesellschaft so offen ist, wie sie mittlerweile eben ist, auch wenn da natürlich noch Steigerung möglich wäre, hat überhaupt erst ermöglicht, dass Menschen darüber sprechen. Ich glaube, vorher haben sie einfach nur nicht darüber gesprochen. Einfach weil sie wussten, wie sehr sie darunter leiden werden, wenn sie tatsächlich darüber sprechen, weil sie daraufhin vermutlich sehr viel Diskriminierung erfahren würden, weil sie eine gewisse Ahnung haben, wie ihr Umfeld darauf reagieren würde. Deswegen glaub ich, dass es ja nicht ganz so Okay, einfach dann ist, nein, wie viele Menschen es gerne um hätten. Gottes Willen. Ich sag mal, so war die Wahrnehmung. Ob es dann so ist oder nicht, Ja. das sei nochmal dahingestellt. Das möchte ich jetzt auch gar nicht unterstellen. Ja. Wie gesagt, doofe Frage, aber wie wäre es dann mit sowas wie Umkleidekabinen oder Toiletten? Gäbe es dann einfach eine für alle oder? Also einfach mal dumm gefragt. Ich weiß, ihr habt da wahrscheinlich nichts im Programm stehen, aber einfach mal einen Schritt weiter gedacht. Meine Erfahrung mit sogenannten Unisex-Toiletten war bisher irgendwie immer positiv. Also, mir ist eigentlich irgendwie das Geschlecht der Person egal, die jetzt neben mir ihr Geschäft verrichtet. Ich meine, das geht in so Bereichen wie der Bahn, in Flugzeugen, in Bereichen, in Stimmt. denen halt einfach nur irgendwie eine Toilette für eine Person hinpasst, ja Ja, auch. das stimmt, ja. Und da, das ist eigentlich ähnlich mit Umkleidekabinen. Also da könnte man natürlich auch ein Konzept wählen, wie man keine Sammelumkleiden in dem Sinne mehr hat, sondern tatsächlich Einzelkabinen. Das gibt es ja in Schwimmbädern auch. Ja. Okay, ist ein Argument. Ja. Siehst du mal, war schon gut, dich eingeladen zu haben, weil dann kann man diese Fragen auch mal stellen. Das sind so Fragen, wenn man die im Gerne, gerne. Politikunterricht stellt, dann heißt es nur, ey, hier, Mann, wir müssen mit unserem Stoff durchkommen, ey, was machst du, laberst du für eine Kacke da, Mann? Weißt du, das ist das Problem. Ja. Ja. Also, das ist. Okay, aber das, also ich finde es interessant, wie gesagt. Ja. Ja, also, weiß nicht, ich hatte tatsächlich auch schon Events, bei denen die Aufteilung der Toiletten dann in Clubmate und Floramate war und das fand ich unglaublich Clubmate cool. und Flo, okay, das ist, ja. Kann man natürlich auch machen. Ja, und ja, meine Erfahrung mit Unisex-Toiletten ist halt bisher einfach sehr positiv gewesen. Das kann an der Gesellschaft liegen. Hier in Regensburg ist aber auch in dem einen oder anderen Café eine Unisex-Toilette. Finde ich auch sehr gut. Okay. Ja, gibt's denn irgendein Thema, was dich momentan beschäftigt, so politisch oder auch allgemein irgendwas? Was beschäftigt mich denn momentan? Ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen durch von Save Your Internet. Ja. Das fand ich ja tatsächlich sehr beunruhigend. Das war für mich so ein bisschen wie ein Acta Reloaded. Warum beunruhigend? Beunruhigend, dass unsere Freiheit im Netz tatsächlich wieder so sehr Okay. eingeschränkt wird und dass das jemand es wagt, wieder so weit zu gehen, das war unschön. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich glaube, mich regt gerade so ein bisschen was im Bereich Hochschulpolitik auf, weil je länger ich studiere, desto mehr fällt mir auf, wie da verschiedene Strukturen verfestigt sind, also gerade was die Lehre angeht. Lehre an deutschen Universitäten ist, Moment, ich glaube, ich fange lieber woanders an. Wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten haben meistens befristete Verträge und sind junge, idealistische Wissenschaftler, um es mal so zu sagen, Ja. die am liebsten natürlich weiter in der Wissenschaft tätig sein wollen, die aber befristete Verträge haben.
und die teilweise sowas wie unbezahlte Überstunden machen und so. Und bei denen es eigentlich darum geht, Paper zu veröffentlichen und weniger gute Lehre zu machen, weil Lehre müssen sie auch noch machen. Und dadurch habe ich halt das Gefühl, dass Lehre und damit Studenten das Beibringen so ein bisschen runterfällt. Ich kann es aber aus der Situation heraus auch verstehen. Also es ist schwierig. Okay. Es ist ein Thema, wo ich überhaupt nicht drin bin. Kein Problem, wir können auch so ein bisschen allgemein über Bildungspolitik reden. Ja, Bildungspolitik gerne, klar. Ist interessant. Ist ein interessantes Thema. Ich Ich meine, da habe ich habe. letztens erst mit irgendwem drüber gesprochen, aber ich habe keine Ahnung mehr mit wem und ja, egal, leg los. Ich habe vor kurzem einen Tweet gesehen, da ging es darum, dass für, also Anfang des Schuljahres werden ja immer, sollen ja immer wieder verschiedene Bücher besorgt werden, und ich habe davon gelesen, dass eine Schule da jetzt von den Eltern verlangt hat, iPads zu besorgen. Ich konnte es nicht verifizieren, ob das tatsächlich der Fall ist, weil ich für sowas immer ganz gerne Quellen suche. Habe ich in dem Moment tatsächlich nicht. Shame on me. Aber selbst wenn das so ist, dann finde ich, also ich finde die Gedanken an sich schon sehr schockierend, dass Digitalisierung an Schulen da mittlerweile irgendwie stattfindet. Die Kosten aber dann halt irgendwie vollkommen auf Familien abgewälzt werden und dass die Schule nicht sowas zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, ich finde es das uncool, dass die Kosten einer Digitalisierung an Schulen jetzt auch noch von Familien und Eltern gestemmt werden sollen. Finde ich irgendwie hart, und ich finde generell, Digitalisierung an Schulen wird zu wenig beachtet. Ich weiß nicht. Medienkompetenz ist auch für junge Menschen extrem wichtig. So ein gewisses Verständnis von IT ist, glaube ich, auch für alle Menschen in Zukunft wichtig. Und das in den Schulen, da so wenig passiert, dass sie vielleicht mal irgendwie Computer hingestellt bekommen, die dann niemand supporten kann. Yay. Oder so, das finde ich dann schon tragisch. Verstehe ich, ja. Ist auch so meine Erfahrung aus der Schule. Also ich weiß nicht, meine Schulzeit ist ja jetzt auch nicht so lange her, und es hat mich irgendwie nicht auf diese IT-Welt da draußen vorbereitet. Das habe ich selbst gemacht. Ich glaube, das geht den meisten so in unserer Generation. Ja. Also, ja, ich glaube, da waren die allerwenigsten haben da wirklich in der Schule was gelernt. Im Gegenteil, da hat eher noch der Lehrer was gelernt als andersrum. Ja, und ich finde es halt auch irgendwo bedenklich, dass da immer jüngere Menschen hineinwachsen, die aber nicht wirklich lernen, also sie kein so wirkliches Verständnis für die Technik dahinter haben und kein so starkes Verständnis von Medienkompetenz haben, gerade wenn sie noch jünger sind. Und ich finde, da sind Schulen schon in der Verantwortung. Also ich weiß nicht, wenn die ersten Kinder schon ihr Smartphone bekommen, also ihr ganz eigenes Smartphone, ist es eigentlich schon irgendwie zu spät, um jetzt erst mit Medienkompetenz anzufangen. Also bist du praktisch dagegen, dass Kinder oder Schüler ein Smartphone kriegen oder meinst du, Nein, wenn ich sie es schon haben, dann ist es auch zu glaube. spät, da noch das noch zu unterrichten oder zu lehren oder wie auch immer? Ich bin dafür, so früh wie möglich mit der Bildung in dem Bereich anzufangen. Meinst du nicht, dass das so funktioniert, wie es momentan ist, so dass halt die Kinder auf eigene Faust losgehen und dann keine Ahnung, dann sacken sie halt irgendwo mal ein Virus ein und dann haben sie die Erfahrung auch mal gemacht und so weiter und so fort. Also so wie wir praktisch das Internet kennengelernt haben und die Medien. Ich weiß nicht. Da steckt ja tatsächlich auch noch irgendwie viel mehr dahinter, als man Virus einsacken. Da steckt dahinter, wie mit welchen Daten umgegangen wird, was Facebook und WhatsApp tatsächlich mit Daten tun, weil das interessiert niemanden in dieser Das Generation. In stimmt, unserer ja. Das ist Generation interessiert es auch extrem. sehr wenig Menschen. Ja, und ich weiß nicht, hast du schon mal
einen jungen Menschen mit einem Smartphone gesehen, der tatsächlich von sich aus sagen konnte, ich weiß, wie man ein sicheres Passwort erstellt und ich weiß grob, wie ein sicheres Passwort aufgebaut ist und sowas. Das sind halt irgendwo elementare Basics von IT-Sicherheit, aber die wenigsten kennen es. Also das fängt bei jungen Menschen an. Ich glaube, auch in unserer Altersklasse und deutlich über uns gibt es genügend Menschen, die als Passwort eine Kombination aus ihrem Vornamen und ihrem Geburtsdatum haben. Das ist natürlich ein sehr gutes Passwort. Ich weiß nicht, es gibt diese eine schöne Passwortdatenbank, die kann man sich auch downloaden. Das ist so eine Seite, bei der man überprüfen kann, ob der eigene Nutzername schon in Kombination mit dem Passwort schon aufgetreten ist. Also ob der eigene, ob zum eigenen Nutzernamen irgendwelche Sicherheitslücken bekannt sind oder zur eigenen Mailadresse. Ja. Da kann man auch das eigene Passwort überprüfen. Aber wenn man der Seite absolut nicht vertraut, kann man sich auch einfach die ganze Datenbank downloaden und darin nach dem eigenen Passwort suchen, beziehungsweise nach der eigenen Mailadresse. Mhm. Und was da teilweise für Passwörter dabei sind, für unsichere Passwörter, bei denen, also, was dann halt tatsächlich irgendwie so 5-Buchstaben-Passwörter sind, ohne irgendwelche Sonderzeichen, ohne Zahlen, ohne sonst was. Ja, da muss ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht irgendwie in Victim-Blaming verfallen, weil viele es tatsächlich nicht besser wissen. Mit Sicherheit. Und auch wenn sie es besser wissen, nicht so wirklich sichere Passwörter verwenden. Aber ich würde mir wünschen, dass ein Großteil der Menschen irgendwie versuchen würde, sichere Passwörter zu verwenden. Und das dann auch irgendwie durchzuziehen. Also ich weiß nicht, ich selbst habe einen Passwortmanager. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie solches Wissen bei jungen Menschen fehlt. Und ich weiß nicht, ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was eine Cloud ist, was da genau überhaupt passiert, technisch gesehen, was der Unterschied ist, ob ich jetzt Daten lokal oder auf einer Cloud speichere, sowas ja. eben. Also halt wirklich so elementare Basics, die einige Menschen dann irgendwo aufgegabelt haben, die ich aber meiner Mutter teilweise noch erkläre. Oh Gott. Yeah. Oh, ich habe hier aber gerade geschlafen in dem Dorf. Das ist gut. Das war eine gute Sache. Und damit spawne ich hier gleich. Du hast ja gefragt, was in Minecraft Neues gibt, um mal ganz kurz dieses Thema auch mal aufzugreifen. Kurz gesagt eine ganze Menge, muss man sagen. Unter anderem gibt es mittlerweile, also ich denke mal, die Villager hast du noch mitbekommen, also dass es Dörfer gibt, in denen halt, Also die sind jetzt auch ein bisschen modifiziert worden und mittlerweile gibt es auch, und das ist das letzte große Update, das kam, sogenannte Pillager, die diese Dörfer ab und zu angreifen und das wollte ich dir mal zeigen und bin deshalb mal im Dorf gegangen, das halt in der neuen Version generiert wurde, das ist ja mal das Doofe bei Minecraft. Weil wenn du irgendwie, also ich habe ja vor, ich weiß gar nicht, vor 5 Jahren oder sowas habe ich mit dem Let's Play angefangen. Und dann kommen die natürlich nicht in die alten Regionen, weil damals gab es sowas noch nicht. Ja. Autsch. Ja. Und ja, an sich gar nicht mal so schwer zu besiegen, aber die kommen tatsächlich öfter. Und werden dann auch aggressiver und haben dann auch teilweise so ein übles Vieh mit dabei, was dann richtig reinzwiebelt. Oh ja, Gott. Also das ist tatsächlich eine ganz coole Sache. Und gibt halt mittlerweile auch ein paar neue Items und Werkbänke und sowas. Zum Beispiel dieser Sägetisch, den habe ich jetzt vorhin schon mal heimlich benutzt, während wir uns noch unterhalten haben. Da kann man zum Beispiel einen Cobblestone oder sowas reinlegen. Ja, geil. Okay, das ist jetzt nicht das allergeilste Beispiel, aber geht das mit Erde? Nö, natürlich nicht. Aber vielleicht mit Netherstein? Nö, natürlich nicht. Also auf jeden Fall kann man da lustige Steine basteln, ohne dass man es halt alles im Crafting-Table oder irgendwie mit Öfen machen muss und so. Also ist cool. Sind schon ein paar coole Neuerungen reingekommen im Laufe der Zeit. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt schon ein paar Jährchen alt.
Und immer noch Immer noch aktuell. aktuell, ja. Haben Das viele ist Spieler. bewundernswert, dass die das immer noch patchen und das halt auch alles ja gratis praktisch, ne? Also man zahlt ja einmal und dann ist gut. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ja, ich muss sagen, diese DLC-Kultur ist für mich total neu. Also, ich bin so ein Nintendo-Kind. Ja, willkommen im Club. Und ich habe irgendwie mit Pokémon angefangen. Und DLCs bei Pokémon sind jetzt eher nicht so präsent, glaube ich. Ja, nee, ich glaube nicht. Und deswegen war mir das halt auch nie so wirklich bewusst. Seit kurzem zocke ich jetzt Solaris. Und da ist schon einiges an DLCs dabei. Das ist schockierend für mich. Ja, was ich auch schockierend finde, also ich selbst bin jetzt mittlerweile jemand, der die FIFA-Reihe nicht mehr so aktiv spielt, zumindest nicht mehr die aktuellen Teile kauft. Also da war ich früher irgendwie begeisterter daran. Mittlerweile geht mir das eher auf den Geist, ehrlich gesagt, um es mal höflich zu formulieren. Und da ist es ja mittlerweile auch ganz krass geworden, dass die irgendwelche, also man kann sich das so vorstellen, dass die digitale Panini-Bilder verkaufen sozusagen. Du Oh kannst Gott. also entweder du erspielst dir FIFA-Coins, glaube ich, heißen die Dinger, oder du kaufst halt mit Echtgeld, kannst du die auch aufladen. Und davon kannst du dir dann sogenannte Packs kaufen und die sind dann halt, wie gesagt, wie so Panini-Packs. Und da sind dann, wenn du Glück hast, gute Spieler dabei. Und je teurer das Pack, desto höher Oh ist die Gott. Wahrscheinlichkeit. Es ist also das pure Glücksspiel. Boah. In einigen Ländern wurden die jetzt tatsächlich auch schon abgeschafft, also als verboten erklärt. Zum Beispiel in Belgien, glaube ich, in den Niederlanden. Und ich meine, die USA ist auch gerade drauf und dran, das zu, ja, das zu untersagen, sag ich mal. Und auch sowas ist irgendwo gefährlich, glaube ich. Und halt auch, weil FIFA und auch Ja. Fortnite, das sind ja Spiele, die vor allen Dingen jüngere Zielgruppen ansprechen. Und ich weiß nicht, sehe ich irgendwie sehr, sehr kritisch. Ich weiß, dass es nicht viele so kritisch sehen wie ich. Also, ich habe da auch mein bester Freund, der ist da auch immer, also da sind wir gerne mal am Diskutieren, was das Ganze angeht. Aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie. Vielleicht bin ich da auch zu oldschool dafür, aber was denkst du denn darüber? Ich weiß nicht, ich finde diesen Trend, irgendwie halbfertige Spiele auf den Markt zu bringen und dann mit DLCs aufzustocken, auch irgendwie bedenklich. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Diese ganzen Early Access Spiele, die ja auch Steam mal Ja. etabliert hatte. Also, ich weiß nicht, ich finde so der Hauptspielspaß und das Hauptspiel sollte mit dem normalen Spiel abgedeckt sein. Wenn ich dann noch irgendwelche coolen Extras möchte, ja, dann sind DLCs okay, also bei Mario Kart Ja, okay, wir lustig, sind wenn wir oft zu weit Nintendo-Kinder, gehen man würden. hört's, ey. Ja. Also bei Mario Kart gibt es ja auch DLCs und ich glaube, da kann man sich irgendwie strecken und andere Fahrer freischalten und das ist dann halt schon irgendwie okay, weil das Hauptspiel funktioniert ja. Korrigiere mich, wenn da irgendwie noch mehr DLCs dazugekommen sind. Das letzte, das ich gespielt habe, war für die Wii U. Ja. Viel, ja, herzlichen Glückwunsch, du wurdest verarscht. Wow. Ja, erzähl weiter.